Nektur, Preter, Tekavis, Intexere, Quid vom Faktor, Bär, Dictis und Non Majora super sind. Est nobis voluntatis. Net monera, prava res pueris, non ego sim sadis, ad tante. Steht, wollt ihr wohl ruhig sein? Preconia laudis reliquo, non si prescribat carmina phoebus. Leider, Majestät, weint Phoebus heute Regen. Sie sind unsere einzige Sonne. Sire, die Huldigung ist nun beendet. Los! Kannst nicht glauben, er hat nicht mehr zu uns gesprochen. Das ist eine Beleidigung, Maximilian. Robespierre de Moulin, Ruhe jetzt einreihen! Wunderschöne Nacht. Muss selbst Fortuna erblassen. Sie bringen mir Glück, Madame de Polignac. Das Spiel ist gemacht. Ein paar Könige. Euer Majestät hat verloren. Oh, schon wieder ruiniert. Jetzt müssen wir dem armen Mann sagen, ich kann meine Schuld nicht begleichen und er muss für mich bezahlen. Immerhin bin ich ja seine Frau. Seine Juwelen.
Ich weiß sehr wohl, Monsieur Necker, dass wichtige Angelegenheiten zu bereden sind. Es ist ein Faktum, Euer Majestät, dass sich die Nation als Ganze mit jedem Tag tiefer in Schulden stürzt. Die Kosten des Hofes, Ihrer Majestät persönliche Ausgaben, unsere Beteiligung am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, das sind insgesamt Kosten von 2000 Millionen Livres. Der Ausblick in unsere Zukunft, siehe, wenn ich mir die Freiheit einer Zusammenfassung nehmen darf, ist nicht anders als trostlos zu nennen. Und wie lautet Ihr Rat, Monsieur Necker? Offen gestanden, Sire, sehe ich nur zwei Möglichkeiten. Eine ist, unsere Schulden nicht anzuerkennen und die Konsequenzen entsprechend in Kauf zu nehmen. Nein, Monsieur Necker. Und der zweite Vorschlag? Die Generalstände einzuberufen. Es ist die einzige Körperschaft im Land, die die Macht hat, die Steuern zu erheben, die wir brauchen, um die Schulden zu begleichen. Eine Einberufung der Generalstände, das gab es zuletzt vor 150 Jahren, Monsieur Necker. Siehe, ich sehe keine Alternative. Ihr braven Leute, wir erstellen heute am 6. März alle gemeinsam das offizielle Beschwerdeheft für diese Pfarrgemeinde. Alle Männer, die 25 oder darüber und als Steuerzahler erfasst sind, sind aufgerufen, ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen. Ich stelle mich zur Wahl. Es ist unsere heilige Pflicht, seine Majestät, den König, darauf hinzuweisen, wenn etwas innerhalb seines Reiches nicht zum Rechten steht. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Ich hab jetzt genug davon, Steine hin und her zu schleppen, bloß weil es meinem Lehensherrn so beliebt. Ja, er hat recht. Ihr meint, sinnlose Pflichten gehören abgeschafft. Ja, so ist ganz es. Recht. Und die Salzsteuer auch. Weshalb werden wir gezwungen, Salz zu kaufen, das halb verfault und versaut ist? Ja, das Salz Lasst ist nicht wert. Lasst uns Zeit, es schriftlich festzuhalten. Ich bitte es euch. Es gehören alle gleich besteuert. Ich bin Arzt und muss Steuern abführen. Warum sind Adel und Klerus davon ausgenommen? Das ist richtig. Warum zahlen die nicht? Und warum erhalten nur Mitglieder des Adels ein Offizierspatent in der Armee? Wir wollen freien Zugang zu allen Rängen der Armee. Ebenso wie im Staatsdienst und in der Kirche. In der Kirche? Ja, natürlich. Sicher. Warum nicht? Was hast du geschrieben, Camille Dumoulin? Abschaffung der Privilegien, keine weiteren Erniedrigungen und gleiche Rechte für alle. Ja, sehr gut. Und die Freiheit! Ja, 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 ja. Ja, die Freiheit! Es ist eine durch und durch unzivilisierte Sitte. Ist denn in der Hofetikette nichts zu finden, wie man diese Tiere graziöser melken kann? Mutter, sieh mal! Ich kann reiten, ohne mich festzuhalten. Ist es nicht ein wundervoller Tag heute, Euer Majestät? Majestät, wir werden alle mit seiner Hoheit auf die Jagd gehen. Danke. Ich danke euch. Ich freue mich, dass ihr mich gewählt habt. Ihr habt mich gewählt. Und ich danke euch für euer Vertrauen. Ich setze mich für euch ein. Der dritte Stand kämpft für seine Rechte. Wie ich ihn beneide, er fährt nach Versailles. Nimm dir die Niederlage nicht zu sehr zu Herzen, Camille. Du hast getan, was du konntest. Jedenfalls war es ein guter Grund, Paris einmal zu verlassen und uns hier in Gies zu besuchen. Steuerhauptmann,
sans défaut. Ich habe dir ein Kaninchen gemacht und einen Kuchen, so wie du es gern hast. Komm bald wieder. Damit du dir auf der Reise etwas leisten kannst. Danke, Vater. Danke. Danton, hören Sie auf meinen Rat. Kandidieren Sie als Deputierter für Paris, und zwar gleich. Sonst ist es zu spät. Sehen Sie das Zeug an, das hier geschrieben wird. Ich glaube, es gibt Veränderungen. Was meinen Sie mit Veränderungen? Der Klerus und Ihre Leute werden die Bürgerlichen im Parlament immer überstimmen. Gleichgültig, wie viele es sind. Meine Leute? Ja, der Adel zusammen mit dem Klerus. 2-1. Und so wird es immer sein. Glauben Sie das wirklich? Ich bin gerade gewählt worden für die Bürgerlichen. Ja, wie lange denken Sie denn, werden es sich die herrschenden Klassen noch leisten können, sich an ihre Privilegien zu klammern? Die ganze Welt verändert sich. Sehen Sie nach Amerika. Die Privilegien werden niemals abgeschafft. Sie gehen von Zeit zu Zeit in andere Hände über, aber grundsätzlich ändert sich gar nichts. Man wird ihnen ein paar Kleinigkeiten zugestehen, die wie Brosamen unter das Volk gestreut werden. Nein, nein. Dafür gebe ich meine Karriere nicht auf. Nein. Sie hat eine Schwester. Wirklich? Ja. Wie wär's, wenn wir uns die Nacht versüßen lassen? Ja. Warum nicht? Nein. Ich habe noch zu arbeiten und außerdem bin ich mit ein paar Freunden verabredet. Ihr Radikalismus ist rasch vergessen, ha? Wenn ein paar Titten den Blick verhängen. Stimmt's? Zwei Paar Titten. So besser. Das ist für dich. Oh, Horaci, was machen wir da? Accelera, accelera, accelera. Wir haben Hora. Camille, bist du inzwischen zu hochnäsig oder hast du deine alten Freunde schon vergessen? Ich bin nicht gewählt worden. Camille, das sind Narren. Die wissen gar nicht, worum es geht. In Versailles? Ich wurde nicht gewählt. Ich habe verloren. Lucille, geh in dein Zimmer. Auf der Stelle. Und was Sie angeht, Sie rückgratloser Taugenichts, wagen Sie noch einmal meiner Tochter unter die Augen zu treten und ich lasse Sie auspeitschen. Und in den Kerker werfen wie einen Verbrecher, habe ich mich klar ausgedrückt. Monsieur, ich flehe Sie an, mir zu glauben. Ich hege tiefe Gefühle für Ihre Tochter. Seit wann nennst du dich de Anton? Seit ich versuche, in diesem Gewerbe Geld zu verdienen. Noch mehr überflüssige Fragen? Danke. Das ist für dich. Das erledigst du, Jo Varenne. Ach, das ist doch alles Mist. Hier, für dich, Camille. Lies es. Und schreib mir eine Zusammenfassung. Komm her, Camille. Komm, setz dich. Es geht um einen Getreidehändler, der Anspruch darauf erhebt, sich Vicomte de so und so oder irgendwas zu nennen.
Er ist ein alberner Narr, aber zahlungskräftig. Sag es ihnen! Neulich haben sie den Bäcker erschlagen. Wir haben alle gewusst, dass er Getreide gehortet hat. Ich kann die Wut verstehen. Diese Profitgeier sollte man alle umbringen, aufknüpfen und ein Exempel an ihnen statuieren. Wenn es nach mir gehen würde. Spar dir das Gerede, Marat. Legendre ist ein ehrlicher Mann, das wissen wir alle. Was bedeutet das schon für den verhungernden Pöbel? Wie geht es ihr? Wird sie es überleben? Ich kann es mir nicht vorstellen. Zwei gebrochene Rippen und dazu die Stichwunde. Gabriel, ich hab Hunger. Mirabeau hatte recht. Die Dinge verändern sich. Ich hätte tun sollen, was er mir geraten hat. Was denn? Als Abgeordneter kandidieren. Warum? Aus Ehrgeiz? Aus Überzeugung. Oh, das riecht gut. Was habe ich denn für eine Wahl? Dazustehen oder abzuwarten, was sich da entwickeln wird? Hast du schon einmal im Leben einfach abgewartet? Nicht, wenn es der richtige Weg war. Und wenn sich für mich Wünsche erfüllten. Ich vertraue darauf, dass alle drei Stände, die hier versammelt sind, mit mir zum Wohle des Staates zusammenarbeiten wollen. Ich erkläre mich zum ersten Freund meines Volkes und heiße sie willkommen als Repräsentanten der Nation, über die mir nach göttlichem Recht bestimmt ist zu herrschen. Es lebe der König! Das ist Lafayette. Der Marquis de Lafayette, der in Amerika war? Ja, Euer Hoheit. Der Held des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Werter Herr, es geht um die Beseitigung eines Defizites, das in ganz Europa Gerede hervorruft. Seine Majestät wünscht, Ihre Ansichten darüber kennenzulernen. Wer sind denn diese Männer in Schwarz? Aber wie könnte die Repräsentanten des dritten Standes, Euer Hoheit. Unvergleichlichen französischen Was Bibus ist der dritte Stand? Zu erweisen, wer so viel erreicht hat, alle, die weder Adelige noch Geistliche sind. Sind das denn viele? Es ist dementsprechend nur recht und billig, wenn ich ganz detailliert darauf hinweise, dass zur Lösung dieses Problems größere finanzielle Unterstützungen seitens der Stände notwendig sein werden. Seine Majestät hat diese Versammlung einberufen, um für eine gerechte Verteilung dieser Last Sorge zu tragen. Jeder der drei Stände wird sich in getrennter Sitzung beraten. Der dritte Stand legt die Entscheidung vertrauensvoll in die Hände von Adel und Klerus, die ihrerseits den bereits zum Ausdruck gebrachten Wünschen nach einem bereitwilligen und universellen Verzicht auf althergebrachte Privilegien nachkommen werden.
Es ist nicht gerade Versailles, aber es ist gemütlich und kostet kein Vermögen. Setz dich da. Oh, ich setz mich lieber aufs Bett. Du magst doch rohe Eier. Sehr gern sogar. Du bist jetzt Anwalt, habe ich gehört. Mhm. Genau wie du. Nur habe ich den Fehler gemacht, mich in Paris niederzulassen. Zu viele Anwälte und nicht genug Klienten. Es soll nach Ständen abgestimmt werden. Ist das wahr? Klerus und Adel gegen den Rest von uns. Das heißt zwei Stimmen gegen eine. Nach diesem Verfahren sind wir von vornherein die Verlierer. Wäre es dagegen ein Mann, eine Stimme, hätten wir die Mehrheit. Aber Necker ist kein Dummkopf. Er muss es so wollen. Er meint es gut, aber er ist ein Bankier. Ein Schweizer Bankier noch dazu. Das Problem ist, dass Sie in einer anderen Welt leben als wir. Und? Und? Es wird ausreichen, wenn die Ärmsten des niederen Klerus zu uns überlaufen. Wenn man uns dann keine Veränderungen verspricht, haben Sie von uns kein Geld zu erwarten. So simpel ist das. Erinnerst du dich noch an das Pamphlet des Abessier? Was ist der dritte Stand? Gar nichts. Und was will er? Alles. Alles. Der alte Sie. Es scheint eine Ewigkeit her. Aber du hast dich kein bisschen verändert. Immer noch adrett und ordentlich. Perfekt frisiert, wie immer. Mein einziger Luxus. Auch du hast dich nicht verändert. Tibi Domine, commendamus animam famuli tui, Ludovicus Josephus Xavierus. Ut defunctus seculo tibi vivat. Tu veniam misericordissime pietatis absterge. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Wir müssen jede Zusammenarbeit mit dem dritten Stand zurückweisen. Wir müssen auch weiterhin darauf bestehen, dass alle drei Stände getrennt tagen. Es gibt nicht einen einzigen Mann im ganzen Saal, der unseren Plänen mit Sympathie gegenüberstünde. Überrascht Sie das? Und Sie? Meine Position liegt zwischen dem Hammer und dem Amboss. Sonst wäre ich längst auf Ihrer Seite. Ja, sicher. Wenn der König nicht begreift, was das für Toren sind und Sie nicht eines Besseren belehrt, wird er der Verlierer sein. Der Abbé de Sillet hat das Wort. Sind wir nicht die authentische Stimme Frankreichs? Es ist ganz einfach. Wir appellieren noch einmal an den Adel und den Klerus, sich unseren Zielen anzuschließen. Sollten Sie sich weiterhin weigern, verwirken Sie damit Ihre Rechte. Und wir, der dritte Stand, konstituieren uns selbst. Im Namen des Allmächtigen. Werte Herren, seid willkommen. Die Bürgerlichen und die übergelaufenen Teile des Klerus behaupten nun 96% der Nation zu repräsentieren. Sie fordern die Konstitution einer Nationalversammlung, unabhängig von der Zustimmung Eurer Majestät.
Es ist genau das eingetreten, was ich vorhergesagt habe. Es will mir scheinen, Monsieur Necker, dass die beste Lösung, die sich mir anbietet, die wäre, eine gemeinsame Sitzung aller drei Stände anzuberaumen und den Abtrünnigen klarzumachen, dass ihr Vorgehen illegal ist. Vergebung, Sir, aber ich glaube, diese Situation erfordert eher Diplomatie als Konfrontation. Sie würden riskieren... Uns bleibt doch nichts übrig als Konfrontation, Monsieur Necker. Konfrontation und Gehorsam, der nötigenfalls auch erzwungen wird. Um Gottes Willen, was geht hier vor? Wir sind ausgesperrt, auf Geheiß des Königs. Das ist doch skandalös! Stellt den Tisch in die Mitte. Bailly, du hast das Wort. Bitte, bitte. Ruhe, meine Herren, bitte. Lasst uns hier und jetzt den Eid ablegen, nicht eher auseinanderzugehen, ehe Frankreich eine Verfassung hat. Als ungültig erkläre ich demzufolge alle gesetzwidrigen und staatsfeindlichen Entscheidungen dieser sogenannten Nationalversammlung, die sich ungeachtet meiner Autorität gebildet hat. Ich allein bin der Wächter über das Wohlergehen meines Volkes. Und wer mich bei dieser großen Aufgabe im Stich lässt, wird sich selbst im Stich lassen, nicht mich. Ich ordne an, meine Herren, dass Sie diese Versammlung unverzüglich auflösen und morgen früh in den zugewiesenen Kammern Ihrer eigenen Stände zusammentreten, um dort die getrennten Beratungen wieder aufzunehmen. Mit welchem Recht, Monsieur, sitzen Sie auf diesem Platz? Mein Name ist Bailly. Ich bin Astronom, ein Mitglied der Akademie der Wissenschaften und ein Repräsentant von Paris. Diese Herren haben mich zum Präsidenten der Nationalversammlung gewählt. Sie haben alle gehört, dass der König die Auflösung angeordnet hat. Ich glaube nicht, Monsieur, dass die versammelte Nation irgendwelche Anordnungen entgegenzunehmen hat. Gehen Sie und sagen Sie denen, die Sie geschickt haben, wir sind hier im Namen des französischen Volkes. Und wir weichen hier nur der Gewalt aufgepflanzter Bajonette. Ja! Es lebe die Bajonette! Es lebe die Bajonette!
Wollen Sie? Ja, Sire. Zum Teufel, sollen die doch machen, was sie wollen. Lassen Sie sie. Sire, ich kann in dem, was die Bürgerlichen tun, keine große Herausforderung der Monarchie sehen, sondern vielmehr den Wunsch, dass Euer Majestät Ihren Platz in der rechtmäßigen Ordnung des Staates anerkennen möchte. Sie verlangen einen Anteil an der Macht des Königs. Und das ist Verrat. Man sollte den ganzen Haufen aufhängen. Ein Exempel statuieren. Ein Exempel statuieren. Aber wenn sich das Volk auf die Seite der Bürgerlichen stellt? Dafür haben wir unsere Truppen. Dazu kann ich nicht raten, Sire. Ich habe den Eindruck, es ist der Augenblick für einen Kompromiss. Es gibt keinen Kompromiss. Wie dem auch sei. Wenn man Ihren Worten Glauben schenken darf, Monsieur Necker, kann seine Majestät sich der Versammlung nicht widersetzen, ohne seine eigene Position weiter zu gefährden. Demzufolge sollte er den Versuch gar nicht erst unternehmen. Vielmehr zunächst auf Ihre Forderungen eingehen, um dann allen weiteren Forderungen mit umso größerer Stärke zu begegnen. Lieber Bruder, Ihre Majestät hat die Lage anscheinend weitaus besser erfasst als wir alle hier. Gemäß die Frage, warum ein König, der von 28 Millionen Franzosen geliebt wird, seinen Thron unter riesigen Unkosten mit mehreren tausend Söldnern umgeben sollte, denn genau darum handelt es sich, bezahlt allein vom Volke Frankreichs, das dadurch seiner Rechte beraubt wird. Ich will damit nur sagen, Sire, dass mir das Einschreiten ausländischer Regimenter nicht ratsam erscheint. Provinzregimenter, Monsieur Necker. Keine ausländischen. Regimenter, auf deren Loyalität ich mich verlassen kann, sollte es in der Hauptstadt zu Unruhen kommen. Das Volk redet nicht von den Uniformen, sondern von den Männern, die sie tragen. Sie sehen Schweizer und deutsche Soldaten, von denen kaum einer ein Wort Französisch spricht. Es sieht darin kein Zeichen der Liebe, die Eure Majestät für es empfindet, sondern nur ein Zeichen der Tyrannei, so wie unsere Feinde es sich wünschen. Das ist weder meine Meinung, Monsieur Necker, noch die Meinung anderer, denen ich vertraue. Dann, Euer Majestät, habe ich keine andere Wahl, als mit Bedauern meinen Rücktritt anzubieten. Und ich, Monsieur Necker, nehme an. Le Palais Royal est un beau Blumen! Wer möchte meine schönen Blumen? Blumen! Versailles! Wer möchte meine schönen Blumen? Blumen! Demandez le courrier de Versailles! Wer möchte meine schönen Blumen? Ich kaufe welche. Sachte, ganz sachte, vorsichtig. Ja, jetzt dreh ich um. Gut so. Ein schönes Sträußchen! Meine Brüder! Bürger! Bürger! Ich komme aus Versailles. Der König hat Necker entlassen. Nein! Jawohl! Bürger! Das ist das Signal für eine neue Bartholomäusnacht, für ein Massaker an Patrioten! Heute Nacht werden Bataillone aus Deutschland und aus der Schweiz vom Marsfeld aus losmarschieren, um uns die Kehlen durchzuschneiden. Wir haben nur eine Chance, um unser Leben zu retten. Waffen! Waffen! Ganz Paris braucht jetzt Waffen! Lucie, bleib hier!
wissen, wer unser Feind ist. Aber wir müssen auch unsere Freunde kennen. So soll jeder, der zum Kampf bereit ist, es voll Stolz und Nachdruck offen kundtun, indem er diese grüne Kokarde trägt. Grün, die Farbe der Hoffnung. Sie soll unser Symbol sein, unsere Uniform, das Zeichen des Sieges. Die Polizei ist hier! Ja, ich stehe hier und fordere die Freiheit für alle Bürger! Ihr werdet mich nicht lebendig bekommen. Ich wähle lieber den Tod, als zuzusehen, wie Frankreich versklavt wird! Es lebe die Freiheit! Es lebe die George, der König hat Necker entlassen. Wenn er jetzt noch seine Truppen einsetzt, wird er sein blaues Wunder erleben. Komm schon. George! Mein Freund, die Schreibarbeiten haben Zeit. Kommt! Ich weiß gar nichts. Was wollen wir machen? Warte, da kommen sie. Wir brauchen eine bewaffnete Patrouille im Cordelier. Unter deinem Kommando. Wir brauchen Waffen. Richtig. Ja, das hören wir gern. Ja, wir kommen vom Palais Royal. Sie rufen zum Aufstand. Wieso? Der König hat Necker entlassen. Warum? Ich weiß es nicht. Ich habe es nur gehört. Der König hat Necker entlassen. Ein direkter Angriff auf die Forderungen des Volkes, die durch seine rechtmäßig gewählten Repräsentanten vorgetragen wurden. Können wir zulassen, dass die Tyrannei über die Freiheit triumphiert? Nein! Dass ein Mann an einem einzigen Tag unsere Hoffnung zerstört, dass in Frankreich geborene Menschen freie Bürger sind? Nein! Ich möchte, dass sich jedermann hier freiwillig meldet. Wir zeigen der ganzen Menschheit, dass wir keine Angst haben vor diesem gemeinen Gesindel, das vorhat, unsere Stadt zu zerstören! Ja! Mein Name ist Fournier. Ich war Branntweinbrenner in den Kolonien in San Domingo. Und deshalb nennen Sie mich den Amerikaner. Auf die Wege!
Lehrer! Wo finden wir Waffen? Waffen aus dem Les Invalides und Pulver aus der Bastille! Ja! Gut gemacht, Lieutenant. Irgendwelche Probleme? Nur eines. Wenn ich den Befehl gebe, werden Sie feuern? Die Schweizer werden Ihnen doch Folge leisten. Ja, meine Männer sicher. Aber was ist mit den anderen? Werden Sie gehorchen? Die Bastille! Wir wollen die Bastille! Fahrt die Kanonen ein! Platz für die Delegation aus dem Hotel de Ville. Weg da! Weg da! Lasst die Herren durch! Macht schon Platz! Weg da! Macht Platz! Die müssen die Kanonen entfernen! Ja! Weg mit den Kanonen! Ich habe von diesem Ausschuss noch nie etwas gehört. Die Pariser Wahlmänner tagen seit gestern im Hotel de Ville und haben einen ständigen Ausschuss gebildet, der sicherstellen soll, dass die Ordnung in der Hauptstadt aufrechterhalten wird. Suchen Sie hier jetzt die Konfrontation oder einen Weg, sie zu vermeiden? Wir sind nicht hier, um zu drohen. Dann wären wir uns im Wesentlichen ja schon einig. Meine Herren, ich wollte mich gerade an den Mittagstisch setzen. Würden Sie mir die Ehre Ihrer Gesellschaft erweisen? Was haben Sie erreicht? Sie sind alle noch drin. Sind Sie verhaftet worden oder was? Ich weiß nicht. Wir wollen die Bastille! Es ist uns jetzt klar geworden, Monsieur, dass Sie den Menschen von Paris nicht feindselig gesinnt sind. Deshalb bitte ich Sie, zeigen Sie es. Ziehen Sie die Kanonen zurück. Der ständige Ausschuss ersucht davon. Aber die Kanonen waren schon immer dort. Als eine permanente Bedrohung des Volkes. Das kann nicht toleriert werden. Es wäre völlig sinnlos, sie abzufeuern. Sie wissen, wo Sie stehen. Von dort würden Sie keinen Menschen treffen. Und dennoch, Sie sind eine Beleidigung des Volkes. Sie müssen sie zurückziehen, Gouverneur. Kurz gesagt, Sie bitten mich um eine Geste. Eine Geste des guten Willens. Meine Empfehlung an Lieutenant de Flou. Er soll die Kanonen zurückziehen und die Schießscharten blockieren? Monsieur, mein Ausschuss könnte nicht mehr von Ihnen verlangen. Kommt mit zum Tor! Zu Bastille, kommt! Seht! Sie laden die Kanonen! Mein Gott, Sie wollen feuern! Wir müssen die anderen warnen! Wissen Sie, wie viele Gefangene im Augenblick hier sind? Sieben. Sieben Gefangene sind hier. Vier davon sind Betrüger aus anderen Gefängnissen. Einer ist ein Mörder. Und dann ist noch ein verrückter Ire hier, der hält sich für Julius Cäsar. Lass mich durch! Ich kenne den Gouverneur. Ich werde mit ihm reden, er ist ein Freund von mir. Lass den Abgeordneten durch! Lass mich durch! Sie sehen, Monsieur Thuriot, ich habe mein Versprechen gehalten. Sie müssen die Festung übergeben, Monsieur. Das entspricht nicht unserer Abmachung.
Der ständige Ausschuss im Hotel de Ville. Die Bastille liegt in unserem Distrikt. Und der Distrikt verlangt, dass die Tore der Bastille dem Volk eröffnet werden. Sie werden verstehen, werte Herren, dass es bei all diesen neuen Autoritäten für einen Offizier des Königs äußerst schwierig wird, zu entscheiden, wo seine Pflicht liegt. Dem Volke die Tore öffnen, das kann ich nicht. Die Zugbrücke runter! Wir wollen die Bastille! Wir wollen die Bastille! Wir wollen die Bastille! Wir wollen die Bastille! Sie winken uns rein! Also los! Sie verstehen uns nicht. Die gehen nicht weg. Die kommen her. Das versteht ihr also unter Verhandlungen. Ich gehe runter und rede mit ihnen. Oh ja, sicher. Macht klar zum Feuern! Legt an! Legt an! Sie wollen doch nicht das Feuer auf Sie eröffnen. Keine Angst. Ich werde Ihnen bloß zeigen, dass ich die Bastille zu verteidigen weiß. Es wird nicht geschossen, ehe ich den Befehl dazu gebe. Monsieur, Sie haben doch die Autorität über Ihren Distrikt. So haben Sie das wohl genannt. Dann befehlen Sie Ihren Leuten, sich zurückzuziehen. Sagen Sie ihnen, ich habe geschworen, nicht zuerst zu schießen. Ich, meine Herren. Die Brücke hoch! Zieht ihn raus! Meine Beine! Meine Beine! Wir haben keine Wahl. Legt an! Nein, das gäbe ein Gemetzel. Gewehr ab! Gouverneur, wenn Sie nicht schießen lassen, sind wir verloren. Legt an, Männer! Legt an! Feuer! Feuer in Gottes Namen! Was tun Sie denn da? Oh nein. Wir haben sie vertrieben. Lang lebe der König.
da jemand? Wer ruft da? Lieutenant de Flou, ich habe eine Botschaft des Gouverneurs. Holt mir ein Brett! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Stellt euch hinten drauf! Das ist eine Botschaft des Gouverneurs! Hört zu! Wir haben hier 20.000 Fass Schießpulver! Entweder seid ihr bereit, euch zurückzuziehen, oder wir jagen hier alles in die Luft und euch dabei auch! Bürger, wir ziehen uns nicht zurück! Sie müssen die Brücke runterlassen! Es tut mir leid, das können wir nicht zulassen. Jetzt mein Tagebuch, bitte. Es war ein angenehmer Nachmittag, Clary. Wenn auch nicht sehr erfolgreich. Nicht einmal einen Hasen habe ich geschossen. Dienstag, 14. Juli. Nichts. Was ist denn? Sire, die Pariser haben die Bastille gestürmt. Die Pariser, die Bastille? Wozu denn das? Ist das eine Revolte? Nein, Sire, eine Revolution. Von ganz Paris werden! Viele sind gestorben. Zu viele. Ja, was glaubst du? Um die Welt zu kriegen, die man sich wünscht, müssen eben ein paar Schädel eingeschlagen werden. Zumindest wird das nie wieder so sein, wie es mal war. Das ist das Einzige, was ich mit Sicherheit weiß. Hier ist Wein für jeden von euch, der Durst hat. Ja, gib mir ein Becher. Wer will Wein? Ja, wer möchte Wein? Du bist so hübsch wie nie zuvor. Es lebe Danton! Mach das Tor auf! Sie brauchen es nur zu sagen und ich bleibe hier bei Ihnen. Schreiben Sie mir aus Basel. Ich bin in einer Woche dort. Sie müssen den König überreden, nach Metz zu gehen. Sie müssen. Er will unbedingt nach Paris. Zu einer Aussöhnung mit diesen loyalen Untertanen, die ihn tot sehen wollen. Ich kann Sie nicht verlassen. Küssen Sie mich und gute Reise. Thank you.
Wollen Sie nicht auch lieber abreisen? Ich kann Euer Majestät hier nicht allein lassen. Es tut mir leid, ich kann nicht. Oh, meine Freundin. Meine teure, treue, geliebte Freundin. Wir werden dem König die Bezeugung unserer Loyalität verweigern. Präsentiert die Waffen! Euer Majestät, diese Schlüssel der Stadt Paris überreichte man König Heinrich IV., als er sein Volk zurückerlangte. Heute ist es das Volk, das seinen König zurückerlangt. Sie? Sind also der Bürgermeister von Paris, Monsieur Bailly? Jawohl, Euer Majestät. Es gab noch nie einen Bürgermeister in Paris. Es ist der Wunsch des Volkes, dass es einen geben sollte. Aha. Wenn das der Wunsch des Volkes ist? Wenn Euer Majestät so gütig wäre, mir zu folgen. Monsieur de Lafayette, ich nehme an, Sie haben mir etwas zu sagen. Euer Majestät, die Freiwilligen, die gekommen sind, um Paris zu verteidigen, haben sich den Namen Nationalgarde gegeben. Und sie haben mich zum General gewählt. Nationalgarde? Natürlich, Sire, kann ich das Kommando nur übernehmen, wenn Sie zustimmen. So muss ich Ihnen wohl gratulieren, General. Sire, die Pariser, die Freunde der Freiheit sind, haben die Farben der Hauptstadt übernommen, blau und rot. Das ist mir aufgefallen. Ich habe jedoch das Weiß der Monarchie hinzufügen lassen. Exzellente Idee, Monsieur de Lafayette. Exzellente Idee. Wenn Euer Majestät gewillt wäre, diese Kokarde an Ihrem Hut zu tragen, wäre die Freude Ihrer loyalen Untertanen vollkommen. Nun, vielleicht können Sie sie dort befestigen. Nun, meine Herren, als Gegenzug habe auch ich einige Neuigkeiten für Sie. Ich habe angeordnet, dass ich unverzüglich alle Truppen, die um die Stadt herum postiert sind, zurückziehen. Und ich habe heute Morgen an Monsieur Necker geschrieben und ihn gebeten, sein Amt als Finanzminister wieder aufzunehmen. Lang lebe der König! Hoch lebe der König! Schufterei ein Ende. Jetzt ist es vorbei. Die Angriffe auf das Eigentum der Adligen überall im Land sind kein Akt von gewöhnlichem Vandalismus. Ganz im Gegenteil, sie erfüllen uns alle mit Stolz. Sie sind der Scheiterhaufen der Privilegien. Verbreitet
verbreitet überall, dass ihr bereit seid, die Ungerechtigkeit dieser Rechte einzugestehen, die den dunklen Tagen der Unwissenheit entsprungen sind. Unser Kollege aus der Bretagne hat recht. Die Empörung des Volkes ist durchaus verständlich. Ich, Vicomte de Noailles, stelle den Antrag, dass alle Privilegien des Adels abgeschafft werden. Ich, Comte de Beauharnais, beantrage, dass von nun an alle öffentlichen Ämter für jedermann offen stehen sollen. Den Adligen ebenso wie den Bürgerlichen. Ich, Duc de La Rochefoucauld-Liancourt, fordere, dass diese Versammlung beschließt, ein für alle Mal die Versklavung der Neger abzuschaffen, deren Elend uns für ihre Rechte als Menschen nicht blind machen darf. Ich, Bischof von Nancy, verzichte auf alle Pfründe, die die Kirche schon viel zu lange und zu Unrecht beansprucht hat. Ich, Marquis de Blancon, verlange, dass die Provinzen aus freien Stücken auf ihre Privilegien verzichten. Sie haben sie jetzt lange genug genossen. Ich frage zunächst euch aus der Bretagne. Seid ihr bereit, auf eure Privilegien zu verzichten? Ja! Und ihr aus Artois? Ja! Aus der Provence? Ja! Aus der Auvergne? Ja! Ja! Sie sind trunken von schönen Worten und guten Absichten. Und nachher wachen Sie mit einem Kater auf und nehmen alles zurück, was Sie gesagt haben. Ja. Bürger! Bürger, hört mir zu! Die Versammlung hat erklärt, dass ab jetzt Glaubensfreiheit herrscht. Als ob das irgendjemand einen Dreck schert. Aber sie haben noch was verkündet. Etwas Wichtigeres, die Freiheit für unsere Presse! Ich gründe eine Zeitung, Georges. Ich weiß auch schon, wie ich sie nenne. Die Revolution in Frankreich und Brabant. Schreib nur, Camille. Nur zu. Das ist deine Stärke. Ich höre den Menschen zu und dann schreibe ich über ihre Hoffnungen, ihre Freuden, ihre Ängste. Aber ich will Verständnis für sie haben und ihnen nichts vormachen. Ich möchte weder die Wahrheit verzerren noch gegen mein Gewissen handeln. Ich besorge das Geld für dich. Sie hätten mit den anderen abreisen sollen. Ich spüre nur Hass und Misstrauen um mich herum. Ich habe Angst um Sie. Madame, ich verlasse Versailles nicht, ehe Sie es tun. Ich kann den armen Mann nicht hier zurücklassen. Dann müssen Sie ihn überreden, mitzukommen. Ich werde es versuchen. Frankreich. Es war ein so wunderbares Land. Ich habe ihm so viel Liebe geschenkt. Warum konnte es sie nicht erwidern? Die Repräsentanten des Volkes von Frankreich, die diese Nationalversammlung bilden, sehen in Ignoranz, Vernachlässigung oder Missachtung der Menschenrechte die alleinigen Ursachen für die öffentliche Misswirtschaft und für die Korruption der Regierung. Deshalb haben sie beschlossen, in einer feierlichen Erklärung diese natürlichen, unverletzbaren und unveräußerlichen Rechte der Menschen darzulegen. Meine Herren, würden Sie sich bitte erheben. Artikel 1. Alle Menschen sind von Geburt an und fürderhin frei und gleich.
in Bezug auf ihre Rechte. Bürgerliche Unterschiede können demzufolge nur auf öffentlichem Nutzen begründet sein. Diese natürlichen und unverlierbaren Menschenrechte sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung. Die Nation ist dem Wesen nach die Quelle aller Souveränität. Die politische Freiheit besteht in dem Recht, alles zu tun, solange die Rechte des anderen nicht verletzt werden. Was nicht per Gesetz verboten ist, darf auch nicht verhindert werden. Das Gesetz ist ein Ausdruck des Willens der Gemeinschaft. Und alle Bürger sollen gleichermaßen Zugang zu allen Ehren, Orden und öffentlichen Ämtern haben. Kein Mensch darf angeklagt, verhaftet oder in Gewahrsam gehalten werden, außer in den Fällen, die durch das Gesetz festgelegt sind. Jeder Mensch hat für unschuldig zu gelten, bis seine Schuld erwiesen ist. Kein Mensch darf aufgrund seiner Überzeugung verfolgt werden, vor allem nicht aufgrund seiner religiösen Ansicht. Die uneingeschränkte Verbreitung von Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Rechte des Menschen. Jeder Bürger darf frei reden, schreiben und veröffentlichen, aber er ist auch in Fällen des Missbrauchs dieser Freiheit, wie sie per Gesetz festgelegt sind, zur Verantwortung zu ziehen. Eine öffentliche Gewalt ist notwendig, um die Sicherung der Menschenrechte für alle Bürger zu gewährleisten. Sie wird zum Wohle der Gemeinschaft eingeführt. Niemand soll des heiligen und unverletzlichen Rechtes auf Eigentum beraubt werden, außer in Fällen offensichtlichen öffentlichen Notstandes, die rechtmäßig festgestellt wurden und für die eine vorher festgesetzte, gerechte Entschädigung Bedingung ist. Ich habe mich bemüht, aber ich werde nicht unterschreiben, Monsieur Necker. Weder das Dekret zur Abschaffung der Privilegien, noch die Erklärung der Menschenrechte. Wovon soll die Kirche denn leben ohne ihren Zehnten? Oder der niedere Adel ohne die Abgaben seiner Bauern? Ich muss Eure Majestät daran erinnern, dass es die Adligen und der Klerus selbst waren. Ich weiß, aber wozu die Menschenrechte? Ich bin der König. Wie kann jemand etwas aufteilen, was absolut ist? Euer Majestät sollten das Risiko nicht unterschätzen. Eben aus diesem Grund verlegen wir das flandrische Regiment nach Versailles. Ich weiß, dass ich auf deren Loyalität noch zählen kann. Regieren ist eine Kunst, mein Freund. Und diese Kunst besteht darin, genau die richtige Balance zu finden zwischen der Exekutive und der Legislative. Wollen Sie deswegen, dass der König sein Vetorecht weiterhin behält? Ob nun König oder Präsident oder sonst irgendwas, das ist doch völlig nebensächlich. Eine Versammlung, die jede Machtbefugnis hat und keiner Einschränkung unterliegt, wäre ein absolutes Desaster. Wieso? Weil es die Konzentration der ganzen Macht auf einen einzigen Punkt ist. Das Entscheidende dabei ist doch die Souveränität. Und diese Souveränität muss aufgeteilt sein zwischen dem König und der Versammlung. Das ist unmöglich. Im anderen Fall würde es sogar zu einer noch schlimmeren Diktatur kommen. Ja, ich erwarte meinen Beichtvater. Verzeih mir, meine Schönheit. Noch ein wenig Geduld. Ich bin schon fast fertig mit der Arbeit. Ich warte auf dich, Honoré Gabriel, und ich gebe dir noch 5 Minuten. Ja. Küss mich. Ach. Also gut,
Ich habe versucht, es weniger kompromisslos zu formulieren. Aber wenn Sie jetzt nicht Ihren Namen darunter setzen können, dann... ich ändere daran jetzt nichts mehr. Mal sehen. Oh ja. Das ist ausgezeichnet. Wie immer, da setze ich gern meinen Namen drunter. Und wie üblich haben Sie Ihren Willen. Und Sie haben eine anständige Mahlzeit bekommen. Ihr Einfluss grenzt an Korruption, Monsieur Mirabeau. Ach, falls Ihnen das ein Trost ist. Nichts von dem, was Sie in diesem Haus sehen, ist bezahlt worden. Die Ausnahme von der Regel sind Sie. Sogar die Bediensteten machen sich schon langsam Sorgen wegen ihrer Gehälter. Wie geht das nur? Ach, mein Freund, du lernst im Laufe der Zeit mit 6 Eiern gleichzeitig Ball zu spielen. Das Wichtigste ist nur, dass 2 davon deine eigenen sind. Sie wollen noch einmal weichen? Ja, ja. Mir sind da noch 1 oder 2 Kleinigkeiten eingefallen. Ich hebe mein Glas auf die Gesundheit des Königs. Auf Ihre Majestät, die Königin! Es lebe der König! Es lebe die Königin! Erheben Sie sich, bitte erheben Sie sich. Ich bitte Sie, bitte. Danke. Ich danke Ihnen allen. Wie kostbar sind doch wahre Freunde. Madame, wir geben den letzten Tropfen unseres Blutes im Dienste Eurer Majestät. In Ordnung? Es geht schon. Wo wohnst du? Sieh mich an. Ich will dir helfen. Die Kleine hat seit 3 Tagen nichts mehr gegessen. Lang lebe die Königin! Lang lebe der König! Nieder mit der Versammlung! Nieder mit der Versammlung! Zum Teufel mit der Trikolore! Ja! Es liebe der König! Es liebe der Versammlung! Es lebe der König! Danke, meine Herren. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Niemals. Und jetzt ein neuer Skandal dieses österreichischen Frauenzimmers. Sie organisiert tatsächlich ihre eigene Gegenrevolution. Rufezeichen. Nach Revolution. Marat schreibt ausführlich über das Bankett in Versailles. Ich weiß. Ich weiß. Bürger von Paris. Die Ereignisse in Versailles sind ein Schlag gegen die Freiheit. Ich rufe zur Rebellion auf. Nein. Aufruhr. Aufruhr ist besser. Zu den Waffen. Zu den Waffen. 2-mal zu den Waffen? Nein, 3-mal! Zu den Waffen. Ist das für die Zeitung?
für die größte von allen. Die Mauern von Paris. Nach Versailles marschieren wollt, um vom König Brot für sein Volk zu fordern, tun wir es! Kommt mit, jetzt holen wir uns den Bäcker und seine Frau! Und den Bäckers Sohn! Nach Versailles! Nach Versailles! Nach Versailles! Order von der Stadtverwaltung. Nehmen Sie zwei Delegierte, führen Sie die Nationalgarde nach Versailles und bringen Sie den König und seine Familie zurück nach Paris. Wir sind seine Garde, nicht seine Wärter. Hört her! Hört her! Seid still! Die Frauen von Paris marschieren nach Versailles für Brot! Ihr müsst auch mitmarschieren, für die Ehre! Die Sache, für die wir kämpfen, ist verloren, wenn wir nicht zeigen, dass wir kämpfen werden und immer weiter kämpfen werden, um zu behalten, was wir gewonnen haben. Die Müller werden bestochen, nicht mehr zu mahlen und bezahlt, wenn sie den Weizen horten. Die Namen! Gebt uns die Namen! Wir sind doch keine Denunzianten! Ruhe! Diese Bürger sagen euch die Wahrheit! Es ist wahr! Hört euch an, was diese Leute zu sagen haben! Wir wollen Brot! Wir wollen doch nur Brot! Und den Abzug dieser verräterischen Regimenter aus Flandern! So ist es rechtens! Diese Frauen tun unsere Pflicht! Werden wir sie unterstützen oder lassen wir sie im Stich? Ihr müsst euch entscheiden! Jetzt! Wir schicken eine Abordnung zum König! Platz für den Präsidenten der Nationalversammlung! Macht Platz! Zur Seite! Lass uns durch! Zur Seite, macht Platz! Und hinein. Diese Frauen gehören zu mir. Nicht mehr als vier. Und ohne Waffen. Du, du, du und du. Warum nur die? Wir haben alle etwas zu sagen. Das reicht jetzt. Ihr bleibt auf. Wir sind die König. Wir wollen alle rein. Wir wollen alle rein.
Meine Damen, es ist mir ein großes Vergnügen, Sie hier zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Euer Majestät, diese vier sprechen im Namen der Frauen von Paris. Und die Pariser Bevölkerung wünscht sich von Eurer Majestät die Anerkennung der Deklaration der Menschenrechte und der anderen Artikel, die... Vielleicht hört seine Majestät lieber von den Frauen selbst, was sie hierher führt. Bitte? Sag was. Na los, trau dich. Euer Majestät. Brot. Das riecht Salz, rasch. Sehen Sie, Monsieur Mounier, noch mehr Probleme. Brot, wir wollen Brot. Brot? Ihr sollt Brot kriegen. Ich verspreche euch allen, ihr sollt euer Brot erhalten. Ich flehe Sie an, bleiben Sie nicht hier. Kommen Sie mit uns. Ich bin der König. Ich kann doch nicht zum Flüchtling wählen. Immer noch besser als zum Gefangenen. Versuchen Sie es wenigstens. Euer Majestät, Madame, das Volk hat die Stallungen versperrt. Es ist unmöglich abzureisen. Oh. Nun, sehen Sie, wir konnten nur im Traum denken, wir hätten noch eine Wahl. Wo ist meine Brille? Hätten Sie die Güte, Monsieur Mounier, mir den Text noch einmal vorzulesen? Ich akzeptiere ohne jede Einschränkung die Artikel der Verfassung und die Deklaration der Menschenrechte, wie sie mir von der Nationalversammlung vorgelegt worden sind. Ist das annehmbar für Eure Majestät? Ist das dennoch von Belang? Seine Majestät, wie ihr seht, hat das Dokument bereits unterschrieben. Seine Majestät wird einmal als der größte Monarch Frankreichs in Erinnerung bleiben. Brot und Mehl sind auf dem Weg nach Paris. Vielleicht kann jetzt jeder wieder nach Hause gehen, Monsieur de Lafayette. Siehe, diese beiden Herren sind Kommissare der Stadtverwaltung von Paris. Und was erwartet das Volk von Paris von mir? Die Bürger wünschen sich, siehe, dass die Sicherheit des Königs der Nationalgarde anvertraut wird. Können Sie dafür sorgen, Monsieur de Lafayette? Des Weiteren verlangt man den Abzug der ausländischen Truppen, deren Anwesenheit hier eine Beleidigung für das Volk ist. Ist das alles? Die Bürger von Paris haben den Wunsch, dass der König in die Hauptstadt zurückkehrt. Das erfordert reifliche Überlegung. Es war ein langer Tag. Wir werden morgen noch einmal darüber reden. Gute Nacht, Monsieur de Lafayette, meine Herren.
flehe Sie an, Majestät. Gestatten Sie mir, vor eurem Schlafgemach Wache zu stehen. Nein. So etwas würde den Hass nur schüren. Schlafen Sie ein wenig, Axel. Ich will es auch versuchen. Soldat, willst du dich ein bisschen amüsieren? Ruf doch mal deinen Freund. Hey, komm her! König! Rasch! Hast du mit der Königin geschlafen, Soldat? Auf
Was sollen wir tun, Monsieur Dagisson? Nötigenfalls sterben, Euer Majestät. Euer Majestät, ich bitte um Vergebung. Man hat mir versprochen, es gäbe keine weiteren Gewaltakte. Und Sie, Monsieur de Lafayette, haben diesem Pakt geglaubt? Wo ist der König? Lafayette ist auf deren Seite! Er hat euch etwas vorgemacht! Der König ist weg! Es ist keiner mehr da! Seht ihn! Der König ist geflohen! Euer Majestät muss sich jetzt auf dem Balkon zeigen. Das wird Sie beruhigen. Nein, es ist zu gefährlich. Sie werden sie töten. Sire, ich bitte Sie. Ich glaube nicht, dass Sie ihnen irgendwas antun wollen. Der König ist einverstanden. Geht heim nach Paris. Der König wird folgen. Das ist gelogen. Die hauen ab, wenn wir gehen. Marat hat recht. Geht nicht weg. Ihr habt das Wort seiner Majestät. Wo ist das österreichische Weibsbild? Sie ist schon auf und davon. Zeigt uns die Königin. Majestät, ich flehe Sie an, das dürfen Sie nicht tun!
Stück Zucker, Miro. Noch schön, bitte, bitte. Drei Sous. Das Porträt von General Lafayette. Nur drei Sous. Wer möchte das Porträt von General Lafayette? Nur drei Sous. Sieh mal, Denise. Die Nationalgarde. Sieh mal, Papa, da. Bewachen die den König? Ja, die passen auf ihn auf. Ist der König jetzt da? Er ist immer da. Das ist sein Haus, der Tuileries-Palast. Ich fand die Vorstellung des Hängens in zunehmendem Maße unzivilisiert. Demzufolge entwarf ich unter der Mithilfe meines illustren Kollegen Dr. Louis diese Maschine, die Sie hier sehen. Die Verurteilten werden durch einen simplen Mechanismus enthauptet. Sie spüren praktisch nichts, lediglich ein leichtes Schaudern hinten am Nacken. Ein Gnadenakt, auf den, und ich bin sicher, dass Majestät mir dazu stehen, jedermann ein Anrecht haben sollte. Es ist schnell, sauber und effizient. Ich bin beeindruckt, Monsieur Güter. Aber ich hätte da vielleicht einen kleinen Verbesserungsvorschlag. Ich habe ja selbst einen gewissen Ruf in mechanischen Dingen. Es wäre mir eine Ehre, Ihre Meinung zu erfahren. Das Problem liegt hier. Die Klinge schneidet besser, wenn sie eine gerade Kante statt einer geschwungenen hat. Und schräg ist. Wie eine Säge. Oh, ein bewundernswerter Vorschlag, Sir. Man schmiert den Druckstock mit Tinte ein, schließt die Presse und der Text wird auf dem Papier reproduziert. Die Zeitungen werden von hier aus verteilt. Was ich hier schreibe, ist sofort auf der Straße. Binnen einer Stunde. Mein Büro. Ein eigenes Büro? Gütiger Himmel. Das ist alles sehr beeindruckend, finde ich, Desmoulins. Aber müssen Sie Ihre Ansichten denn wirklich so extrem formulieren? Hier etwa. Die praktischste Methode, sich der Aristokraten zu entledigen, ist, sie an den Straßenlaternen aufzuknüpfen. Ich meine, ist das wirklich nötig? Im Prinzip ist es gerechtfertigt, auch wenn wir es nicht ganz wirklich nehmen sollten. Es lebe Danton! Jetzt wird gefeiert! Der Volksvertreter des Bezirks Le Cordier zu Ihren Diensten. Oh, verzeihen Sie. Madame, Mademoiselle, Monsieur, es ist mir wie immer eine große Ehre. Georges, du bist gewählt. Ein bescheidener Anfang. Aber von nun an haben es unsere Freunde in den Komitees mit Danton zu tun. Ihr seid alle eingeladen, mit mir zu feiern. Nein, vielen Dank. Wir haben noch eine Verabredung. Kommst du? Lucille? Ich feiere mit Monsieur Danton. Nein. Camille? Würden Sie bitte hier warten, Monsieur? Ja. Oh. Ich hoffe, Eure Majestät gestatten mir die Bemerkung, dass Sie schöner aussehen als je zuvor. Ich hoffe sehr, dass Seine Majestät und Sie, Madame, die Tage der Ruhe in St. Cloud genießen können. Ist Ihnen bewusst, Monsieur de Mirabeau, dass wir förmlich bitten mussten, ehe Monsieur Bailly und Monsieur de Lafayette uns aus der Gefangenschaft in Paris entließen? Ihr wurdet niemals, keinen Augenblick lang als Gefangene betrachtet. Was wollen Sie hier? Dass Sie mir vertrauen, Euer Majestät. Wieso sollte ich? Sie sind doch einer der Hauptschuldigen an unseren Schwierigkeiten. Ich habe dem König geheime Briefe gesandt. Haben Sie einige davon gelesen? Ja, das habe ich. Und dennoch sind Sie nicht überzeugt von meinem Wunsch, die Monarchie zu retten? Wie kann ich wissen, ob Sie aufrichtig sind? Und wofür spricht meine Anwesenheit hier heute, Madame? Sie betrügen beide Seiten, nicht wahr?
Glauben Sie, das überzeugt mich? Was denken Sie, was jetzt geschehen müsste? Sie müssen die Verfassung anerkennen. Das wäre unser Untergang. Ihre Rettung wäre es. Sie neigen zu Widersprüchen, Monsieur. Vertrauen Sie mir, Madame. Und Ihrem eigenen Volk. Öffnen Sie ihnen die Arme und sie werden ihnen die Herzen öffnen. Der König wird weiterherrschen, aber gestützt durch die Verfassung. Oh, ich weiß, es gibt so viele Menschen, die würden freudig ihr Leben opfern, um die Krone zu retten. Wenn ich Ihnen zuhöre, könnte ich selbst das Unmögliche glauben. Jetzt wird der Bezirk Le Cordelier selber handeln. An die Arbeit. Führst du Selbstgespräche, du eitler Pfau? Ja. Wir hoffen, dass du nachher nicht zu müde bist. Das hoffe ich auch. Aber das hier will ich mir für alle Liebe der Welt nicht entgehen lassen. Herrlicher Tag. Es ist unglaublich. Wie viele von denen haben sich früher vielleicht gehasst. Und jetzt arbeiten alle zusammen, um den ersten Jahrestag der Revolution zu feiern. Ja, ja. Alles hat sich verändert, Sie. Wir haben begonnen, anders zu denken. Es ist das Ende einer langen Nacht. Das Erwachen der Brüderlichkeit. Endlich. Lucille? Lucille, deine Mutter und ich haben etwas besprochen. Camille, wenn du unsere Tochter immer noch heiraten willst, dann habt ihr unseren Segen. Ja. Oh. Es wird dir an nichts fehlen, das verspreche ich euch. Das weiß ich, mein Junge. Ich gebe ihr eine Mitgift von 100.000 Livres. Oh mein Gott! Und wir hängen den Adler in die Laterne. Wir hängen den Adler in die Laterne, Lucille. Mein guter Robespierre, sehen Sie, da hinten reitet der Held unserer Revolution. Aber wie lange noch, mein Freund? Es lebe Lafayette! Es lebe Lafayette! Es lebe Lafayette! Ich schwöre, ewige Treue und Ergebenheit gegenüber der Nation, dem Gesetz und dem König. Ich schwöre, die von der Nationalversammlung verfügte und vom König anerkannte Verfassung zu wahren, die Sicherheit von Personen und Besitz im Einklang mit dem Gesetz zu schützen. Ich schwöre, dass ich mich auf ewig mit allen Franzosen verbunden fühle. Durch das unzerbrechliche Band der Brüderlichkeit. Vive!
Volk von Frankreich, hier vereint aus allen Teilen des Landes, ich fordere euch jetzt auf, sprecht mit mir diesen Eid. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Seht sie euch an, sie wollen Sklaven bleiben. Und das werden sie auch, wenn wir nicht auf der Hut sind. Volk von Frankreich, hört nun in Schweigen und in Ruhe den Eid gesprochen vom König der Franzosen. Ich, König der Franzosen, schwöre, die mir durch das Gesetz anvertraute Macht einzusetzen, um die Verfassung zu schützen und zu bewahren, die von der Nationalversammlung verfügt und von mir anerkannt worden ist. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Mein Sohn und ich schwören den Eid mit dem König. Hier ist mein Sohn. Was war denn das für eine Meuterei in der Garnison in Nancy? Diese Rebellion, von der Monsieur de Lafayette so stolz erzählt, dass sie seinen Cousin niedergeschlagen habe. Der General, le Marquis de Bouillet. Das ist doch... Ich weiß, worum es ging. Sie besaßen die Unverfrorenheit, ihren kümmerlichen Lohn zu verlangen, der ihnen seit Monaten von ihren eigenen vorgesetzten Offizieren vorenthalten wurde. Sie rebellierten gegen Korruption und Diebstahl. Sie vertrauten auf die Gerechtigkeit, die ihnen die Revolution dann auch nicht brachte. Was für eine Täuschung, was für ein bitterer Schlag. Mehr als ein Jahr ist es her. Da marschierten die Weiber von Paris nach Versailles, um den König herzuholen. Und? Was hat sich nun geändert seither? Nichts. Dieselben Missbräuche, dieselbe Tyrannei. Und warum? Weil der König noch immer umgeben ist von denselben Ministern, die ihn belogen und uns betrogen haben. Für Paris und Paris verlangt ihre Entlassung. Halten Sie sich etwa für Paris, Monsieur? Sie allein? Immer noch besser als bei Ihnen, denn Sie halten sich für Gott. Paris verlangt ihre Entlassung. Es fordert die Entlassung des Kriegsministers, Monsieur de la Tour du Pin, und des Ministers des Inneren, Comte de Saint-Prix. Und des Ministers der Justiz, Monsieur Champion de Sissé. Thank you.
Papier. Sie wissen doch sehr wohl, ich wollte Gold. Diese Scheine sind bedeutend wertvoller als Gold. Sie sind jederzeit eintauschbar gegen alles, was von der Kirche konfisziert worden ist, mein lieber Monsieur Mirabeau. Es ist ein Vermögen, wann immer Sie es wollen. Nun, wenn Sie meinen, mein lieber Montmorin, ich kann Ihnen sagen, dass Ihr Posten im Außenministerium gesichert ist. Zunächst einmal. Die Versammlung ist durchaus zufrieden mit der Entlassung Ihrer Kollegen. Und versichern Sie seiner Majestät, dass ich auch weiterhin alles tun werde, was in meiner Macht steht, um zu helfen. Tja. Auf Frankreich. Auf Frankreich. Ich habe es. Ja! Ich habe es. Hier ist das heilige Objekt in heißer Schlacht erobert. Und die Inschrift lautet: Vereint fürs Leben. Nun den Wunsch, Abby. Wenn Lucille es mir gestattet, als dem ältesten Freund Camille, ja, hebe ich mein Glas als erster auf ihr Wohl. Auf die Braut! Auf die Braut! Für mich ist diese Hochzeit ein doppelter Segen, weil ich hier einem Mann begegnet bin, den ich sehr bewundere. Und wenn Le Cordelier heute als der patriotischste Bezirk von Paris gilt, ist das sein Verdienst. Ja, auf Maximilian! Und ich trinke auf unseren Freund Mirabeau, der zu krank ist, um heute hier zu sein. Auf seine baldige Genesung. Auf Mirabeau! Wissen Sie, was schon über mich gemunkelt wurde? Nein, weiß ich nicht. Sie sagen, ich sterbe nur, um meine gewaltigen Schulden nicht bezahlen zu müssen. Und? Ist es wahr? Natürlich ist es wahr. Unglücklicherweise geht es nur einmal. Für Sie gibt es eine Ausnahme. Ihre Ärzte haben noch keine Ahnung, wovon Sie reden. Und Sie werden diese Szene noch ewig so weiterspielen. Ich bitte um Verzeihung. Ich wusste nicht, dass Sie Besuch haben. Ich werde Sie gern später noch einmal aufsuchen. Nein! Nein, es ist kein Zufall. Es ist kein Zufall. Sie beide sollen ja hier sein. Vereint. Bevor ich sterbe, muss ich wissen, dass Sie beide Verbündete sind. Sonst stirbt die letzte Hoffnung, die Monarchie zu retten, mit mir. Ohne die Krone bricht alles, was wir erreicht haben, zusammen und endet in Anarchie. Und das wisst ihr. Ihr beide wisst es. Solange ich lebe, hat die Krone einen Beschützer. Es gibt keinen Sturz in die Anarchie. Dessen kann ich Sie versichern. Weil das gesamte Land eine Militärdiktatur sein wird. Gelenkt von Ihnen. Darauf haben Sie es doch abgesehen. Und jeder weiß das. Monsieur Dantons Ehrgeiz für die eigene Person ist wohl bekannt. Ich werde mich nicht dazu herablassen, darüber zu debattieren. Monsieur Dantons einziger Ehrgeiz ist eine bürgerliche Kontrolle über eine konstitutionelle Monarchie. Und im Besonderen über ehrgeizige Generäle mit Ideen, die ihrer Stellung nicht entsprechen. Mit bürgerlicher Kontrolle meinen Sie vermutlich eine Regierung, die auf dem einen Auge blind gegenüber der Korruption ist und auf dem anderen nur den eigenen Vorteil sieht. Meine Herren, ich bitte Sie, ich habe Sie nicht hierher gebeten, damit Sie mich mit dummen Streitigkeiten zu Tode langweilen. Sterben kann ich auch alleine. Alles, was ich erhoffe, erflehe von Ihnen.
ist, dass sie zu Beginn ist. Versuchen, zusammenzuarbeiten. Es ist meine letzte Hoffnung. Ich kann nicht mehr tun. Nun, Monsieur von Fersen, die Frisur steht meiner Tochter gut, finden Sie nicht? Euer Hoheit ist so hübsch wie ein Engel. Dankeschön. Kommen Sie, meine Liebe. Wir sehen mal nach Ihrem Bruder. Oh, mein teurer Freund. Was würde ich nur ohne Sie tun? Monsieur de Bouillet erwartet den König in Montmédy. Er bürgt für die Truppen und die Husaren. Sie werden dafür sorgen, dass sie sicher reisen können. Warum Montmédy? Weil die Stadt gut befestigt ist, aber noch in Frankreich liegt. Sind Sie erst dort, kann Kaiser Franz Ihnen helfen. Reden Sie mit dem König. Der arme Mann ändert dreimal am Tag seine Meinung, das wissen Sie doch. Oh, nur fort, fort von hier. Und folgen Sie bald. Hätte ich mich geweigert, wäre Frankreich in Flammen aufgegangen. Seine Heiligkeit kann es nicht hinnehmen, dass seine Bischöfe als Delegierte zur Nationalversammlung gewählt werden. Seine Heiligkeit sieht mit noch größerer Traurigkeit die Forderung, dass seine Geistlichkeit einen Eid auf die bürgerliche Verfassung ablegen soll. Das könnte zu einer Art von Abspaltung führen, wie in England, als damals König Heinrich VIII. Mit Rom brach. Ich bin nicht Heinrich VIII. Ich bin vielleicht sogar der treueste aller Söhne des Heiligen Vaters. Seine Heiligkeit fordert, dass Euer Majestät auf eine zivilrechtliche Einbindung des Klerus verzichtet. Dafür ist es zu spät. Will der Heilige Vater etwa meinen Sturz? Seine Heiligkeit wird nie zulassen, dass seine Geistlichen in Frankreich diesen Eid ablegen. Aber es ist der einzige Weg, wie wir die Kirche in Frankreich in der Gefolgschaft Roms halten können. Versichert den Heiligen Vater meiner persönlichen Loyalität. Ich schwöre, dass ich die Heilige Kommunion nur von Geistlichen empfangen werde, die Rom gegenüber loyal bleiben. Ich werde es Ihnen berichten. Und nun gebt mir euren Segen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Alle stehen auf der Seite des Königs. Sogar Danton mit seinem kämpferischen Gerede. Aber... Sogar ich. Wie meinst du das? Hol Papier und Feder. Schreib. Louis der 16. hat die Revolution schmählich an Rom verraten. Er verdient nicht länger das Vertrauen des französischen Volkes als Verbündeter in seinem großen Freiheitskampf. Oh. Oh. Du hast recht, Marat. Du darfst jetzt nicht nachlassen. Schreib bitte. L'ami du peuple. Marat greift den König an. Lest l'ami du peuple. L'ami du peuple. Der König ist ein Verräter. Er hat uns verraten. Wir spielen unsere Verfassung an. Wir spielen unsere Verfassung an. Wir spielen unsere Verfassung an.
General! 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 General, der König ist fort! Was soll das heißen? Er ist geflohen, mitsamt der königlichen Familie. Gott im Himmel! Zimmer zu vermieten! Da kommt der Hans-Lustian! Nieder mit Lafayette! Habt ihr den dicken Louis doch entkommen lassen? Für österreichische Schlange dazu! Der Verräter, nieder mit ihm! Nieder mit dem Verräter! Du bist ein Verräter, Lafayette! Monsieur de Lafayette, Sie werden die Flucht des Königs zu verantworten haben. Das Volk will den König. Oder Ihren Kopf. Wie konnte das geschehen? Wenn Sie über die Grenze gehen. Ich wage gar nicht daran zu denken. Sie würden an der Spitze eines Emigrantenheeres zurückkehren und das bedeutet Bürgerkrieg. Das heißt, zum Wohl der Öffentlichkeit müssen wir den König und seine Familie verhaften lassen? Wir haben keine Wahl. Aber wer kann den Befehl dazu geben? Die Versammlung tritt nicht vor 2 Uhr zusammen und es muss sofort etwas unternommen werden. Es muss wohl sein. Roma, folgendes schreiben. Die Feinde der Revolution haben den König entführt. Niemand hat den König entführt. Was wollen Sie, Bailly? Eine Republik? Das Ende der Monarchie? Ich wiederhole. Die Feinde der Revolution haben den König entführt. Deshalb fordert dieses Schreiben alle guten Bürger auf, ihn im Namen ihres gefährdeten Landes aus den Händen seiner Feinde zu befreien und ihn in Sicherheit zu bringen, unter den Schutz der Nationalversammlung. Ich persönlich übernehme die volle Verantwortung für diese Order. Heutiges Datum, ich werde unterschreiben. Einen Louis d'Or gekriegt. Einen Louis d'Or? Wer war das? Irgendeine russische Baronesse ist mit Kindern und Dienern unterwegs. Was wollten die wissen? Den Weg nach Varennes. Einen Louis d'Or und nur nach dem Weg gefragt. Der ist bestimmt nicht echt. Noch immer nichts. Die Dorfbewohner werden langsam misstrauisch. Aber laut Monsieur de Bouillet hätten Sie um 3 Uhr hier eintreffen sollen. Sie müssen Ihre Pläne geändert haben. Wir reiten weiter! Vorwärts! Lafayette lügt doch ebenso leicht wie andere atmen. Davon ist doch kein Wort wahr. Wenn das wahr ist, dann ist alles verloren. Das ist unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Lass die Presse herein! Was haben Sie entschieden? Sie sagen ja doch nichts. Wie immer spielt sich alles hinter verschlossenen Türen. Das ist eine ungeheuerliche Geschichte. Camille! Maximilien, hat die Versammlung den Befehl von Lafayette bestätigt? Ja. Was hätten wir denn sonst tun sollen? Ich kann mich nicht gegen die Mehrheit stellen. Du glaubst doch nicht etwa diese Lüge, dass der König entführt worden sei. Es ist eine interessante Anwendung dieses Wortes. 2 Jahre Arbeit zerstört von dieser Verschwörung. Aber da steckt noch mehr, weit mehr dahinter als ich. Sag es mir, ich schreibe es.
Camille. Es ist Vorsicht geboten. Du musst sehr auf der Hut sein mit allem, was du schreibst. Wir sind heute alle in Gefahr. Wieso heute? Heute mehr als je zuvor. Denkst du denn, der König wäre ein derartiges Risiko eingegangen, ohne beträchtliche Unterstützung in Paris und im ganzen Land? Ah, diese Verräter. Was wollen die denn schon wieder hier? Die haben noch nie was Gutes gebracht. Die sollen nach Hause gehen. Wir wollen hier keine Dragoner. Wo ist Rouet? Da drin. Wollen Sie das Pferd zu Schanden reiten? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Von einem von Lafayettes Offizieren, er war zu erschöpft, um weiterzureiten. Haben Sie etwas gesehen? Ein großer Gott! Ich dachte es mir, aber ich habe es nicht für möglich gehalten. Was ist denn los? Wo wollt ihr hin? Nach Frankfurt. Da geht's hier nicht lang. Ich bin der öffentliche Ankläger der Gemeinde Varennes. Euren Pass bitte. Meine Brille. Fahr die Kutsche vor mein Haus. Lasst keinen aussteigen. Komm her, schnell! Was ist denn los? Ich weiß es auch nicht. Es tut mir leid, Bürger, aber dieser Pass ist völlig in Ordnung. Er trägt sogar die Unterschrift des Königs. Wenn Sie die weiterfahren lassen, erwartet Sie eine... Was sollen wir tun? Wir haben sie erwischt. Wir können gar nichts tun. Am besten waren wir Monsieur de Bourg. Aufmachen! Ich bitte um Vergebung. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann, aber mein Haus ist sauber. Bitte, Baroness. Bitte. Ich verwende den bürgerlichen Namen KP ganz bewusst, weil in meinen Augen Louis der 16. nicht länger existiert. Louis KP muss dieser überflüssige Titel endgültig aberkannt werden. Er muss der letzte König sein, der je über Frankreich geherrscht hat. Wir brauchen keinen König. Schluss mit diesen halbherzigen Maßnahmen, Schluss mit diesen Kompromissen. Wir beobachten Heuchelei und wachsende Unentschlossenheit in der Versammlung. Ja. Die Bürger von Le Cordillier fordern ein Ende der Monarchie. Wir fordern, dass Frankreich von Stund an nach dem Willen der Bürger Republik wird. Bravo! Gut gesagt, Mann. Ich schlage vor, wir platzieren eine Petition vor dem Altar der Nation auf dem Marsfeld. Und dort unterschreiben sie die Bürger von Paris. Es lebe die Republik! Es lebe die Republik! Es lebe die Republik! Es lebe die Republik! Republik.
Ich habe erfahren, dass eine verantwortungslose Gruppe von Bürgern aus dem Bezirk Le Cordelier einen Marsch auf das Marsfeld plant, um die Republik auszurufen. Daher muss ich Sie auffordern. Stimmen Sie einer Verfügung des Kriegsrechts zu und unterbinden Sie damit alle illegalen Versammlungen. Wirst du auf dem Marsfeld auch dabei sein? Nein, ich habe etwas zu erledigen. Bei mir auf dem Land. Du bist ein sehr geschickter Mann. Der letzte Sturm über Arcy hat mein halbes Dach weggeblasen. Ja, ja. Die Winde der Veränderung. Was meinst du damit? Ich habe die ganze Zeit für die Absetzung des Königs plädiert. Mit allen verfassungsmäßigen Mitteln, ich weiß. Aber jetzt fordern die, die dich unterstützt haben, die Republik. Und du fährst aufs Land. Soll das ein Vorwurf sein? Nein, du bist sehr klug. Ich würde mir nur wünschen, Camille wäre in seinen Artikeln etwas weniger vehement. Für die Abschaffung der Monarchie. Du überraschst mich. Du hast dich doch so leidenschaftlich für die Anklage des Königs eingesetzt. Die Versammlung hat mich überstimmt. Ich akzeptiere den Willen der Mehrheit. Wo zum Teufel stehst du? Was bedeutet Republik für dich? Es gibt im gleichen Maße eine republikanische Monarchie wie eine monarchistische Republik. Erspar mir eine Vorlesung in Verfassungsrecht. Im Augenblick ist Frankreich beides. Eine Monarchie und eine Republik. An dieser Verfassung arbeiten wir jetzt schon seit über 2 Jahren. Ja. Wir leben in einer unvollkommenen Welt. Zum Wohle der Revolution brauchen wir den König. Nun, wir sollten nicht zu viel verlangen. Ist das Streben nach Perfektion zu viel verlangt? Etwa nicht. Ich halte es für die sinngebende Säule unserer Existenz. Wir haben die Autorität. Das Kriegsrecht ist ausgerufen. Demzufolge ist diese Demonstration illegal. Die Aufgabe ist einfach. Machen Sie ein Ende. Vertrauen! Komm zu uns, Lafayette! Dann vertrauen wir dir! Ich bitte euch, zwingt mich nicht dazu, Gewalt anzuwenden! Verräter! Das wirst du nicht wagen! Die Gewehre! Gewehre ab! Legt an! Legt an! Über die Köpfe zielen! Feuer!
Legt an! Legt an! Gardisten! Ihr seid Bürger, wie wir! Schießt ihr auf wehrlose Menschen! Wir sind doch Brüder! Feuer! 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 Feuer einstellen! Feuer einstellen! Einstellt das Feuer! Feuer! Schießt weiter! Feuer! Uns alle erschießen! Wir fahren aufs Land! Komm mit uns! Lucille! Ich bin hier! Maxim! Maxim! Monsieur Robespierre! Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie den Schutz meines Hauses in Anspruch nehmen würden. Ich fürchte, Monsieur Duplay, mein Name ist Duplay. Und ich habe größten Respekt vor dem, was Sie geleistet haben. Und ich bin Mitglied des Jakobinerclubs, so wie Sie. Nun, Monsieur, ich danke Ihnen. Ich habe einen Hund in meiner Wohnung. Den hole ich später. Folgen Sie mir. Du hast Besuch, Mara. Danke. Ich höre, du bist krank. Oh. Ein Andenken an die Kanäle von Paris. Ich hätte eher das weitersuchen sollen, so wie du. Darf ich? Bitte. Hast du Nachricht aus Paris? Ja. Desmoulins genießt anscheinend das Leben auf dem Lande mit seiner hübschen Frau. Seine Zeitung ist verboten, die Presse zerschlagen. Was soll er denn noch in Paris? Robespierre verlor seinen Sitz als Deputierter. Er hat einen fatalen Fehler gemacht. Er hat sich viel zu heftig gegen die Wiederwählbarkeit ausgesprochen. Ich weiß. Es ist eine Generalamnestie ausgerufen worden. Willst du wieder zurück? Ich will den richtigen Zeitpunkt abwarten. Im Moment hat ja der König unsere Arbeit übernommen. Mit seinem Veto schützt er die adligen Emigranten und die Priester, die sich loyaler zu Rom als zu Frankreich verhalten. Dadurch bringt er das ganze Land gegen sich auf. Vielleicht das ganze Land, aber nicht den Rest Europas. Die Gefahr einer Invasion wächst ständig. Die Revolution wird als Drohung gegen die Gegründeten heute empfunden. Was sie auch ist, hoffe ich. Wir sind nicht in der Lage, einen Krieg zu führen. Und wie immer der auch enden würde, profitieren kann dabei nur der König. Und? Was schlägst du vor? Wir gehen zurück. Dahin, wo wir am ehesten handeln können. Zurück. Nach Paris. Und sind kompromissbereit? Und sind vorsichtig. Ich bin kein vorsichtiger Mensch, Danton. Aber andererseits habe ich auch weniger zu verlieren als du.
Das ist eine Frage des Standpunkts. Wir haben doch von einem Krieg nichts zu befürchten. Nur ein Krieg kann Frankreich von dem Despotismus säubern, der das Land immer noch im Würgegriff hat. Wollt ihr mit einem Griff die Aristokratie zerschlagen? Die abtrünnigen Geistlichen, die Feinde der Revolution? Ja, ja. Die Armee der Immigranten, die wir zerschlagen müssen, steht in diesem Augenblick in Koblenz. Nur wenn wir jede Hoffnung auf Hilfe von außen zunichte machen, werden wir den König zwingen können, so zu herrschen, wie es die Verfassung verlangt. Hört mich an. Krieg ist keine Antwort. Hört zu, Brissot, und ihr alle von der Gironde. Es ist untragbar, dass ausgerechnet von hier ein Krieg gefordert wird. Ein offensiver Krieg ist von Natur aus etwas Konterrevolutionäres. Habt ihr so wenig Vertrauen in die revolutionäre Sache? Jede Waffengewalt ist ein Hindernis für die Akzeptanz von Gesetzen und der Verfassung. Alle Menschen in Europa erwarten von uns, dass wir die Führung übernehmen. Kein Mensch liebt bewaffnete Missionare. Meine Herren, der König. Bitte setzen Sie sich. Meine Herren, ich habe mit dem Hof von Wien ausführliche Verhandlungen geführt. Das Ergebnis ist Ihnen bekannt. Die Schlussfolgerungen sind von meinen Ratgebern einstimmig gebilligt worden. Sie stimmen mit Ihren Wünschen und den Ansichten überein, die eine große Anzahl Bürger in den verschiedenen Teilen des Königreiches zum Ausdruck gebracht haben. Alle weigern sich, den Beleidigungen der Würde des französischen Volkes noch länger zuzusehen. Ich habe alles versucht, den Frieden zu bewahren, wozu ich durch das Gesetz verpflichtet war. Heute jedoch bin ich hier, um in Einklang mit den Grundsätzen der Verfassung Ihnen eine Kriegserklärung nahezulegen. Verlieren wird es für die Anführer der Revolution keine Gnade geben. Nicht einmal für die, die versucht haben, die Monarchie zu retten. Machen wir uns da nichts vor. Oh, geh nicht. Bleib hier. Geh nicht nach Paris. Ich muss hin. Und komm bald zurück, oder schick nach mir. Versprech's dir. Und wenn es schief geht, zögere nicht zu lange. Du weißt ja, in England liegt noch etwas Geld. Sei vorsichtig. Ja. Thank you.
eine erste Lehre. Meine Herren, es werden noch viele weitere folgen. Truppen nach seiner Niederlage. Ein General. Sie haben einen General ermordet. Was hat der Ministerrat entschieden? Sagen Sie es mir. Ich kann nicht. Ich kann es nicht. Unsere Feinde sind hier in Frankreich. Unsere Freunde sind draußen. Ich bin dabei, meinem Neffen zu schreiben, Kaiser Franz. Nun sagen Sie mir, was ist entschieden worden? Ich muss es wissen. 1000! 2000! 10.000 Köpfe müssen rollen hier in Frankreich! Was sind so ein paar? Im Vergleich zu den Millionen guter Franzosen, die ihr Leben auf vielen Schlachtfeldern gelassen haben, geopfert von den Verrätern, die noch immer unter uns sind. Und der größte von diesen Verrätern ist Louis Capet mit seiner österreichischen Spionin, die sich selbst Königin von Frankreich nennt, und seinem Lakaien Lafayette, der es sogar jetzt noch wagt, der Versammlung Befehle zu erteilen. Wollen wir eine Militärdiktatur, nur weil ein kapriziöser König wieder einmal mit seinem Veto die Sicherheit der Nation gefährdet hat? Das Veto! Ist meine Puppe nicht schön? Oh ja, Marie-Thérèse, das ist eine sehr schöne Puppe. Und das Kleid. Sie hat so ein hübsches Kleidchen an. Schachmatt. Platz für die Kanone! Lass die Kanone durch! Kein Veto mehr! Lang lebe die Republik! Stechte der dicke Louis! Auf die Galerie! Was kann ich für euch tun, liebe Leute? Wir wollen zum König! Ja! Ich werde ihn fragen, ob er euch empfängt. Gut, geh und frag ihn, aber auf den Knien! Guckt euch das an! Eine schöne Bude hat das dicke, fette Schwein! Da kommt ihr! Da kommt der König! Ist das der König? Ja, das ist er. Sei ruhig! Was wollen die Leute hier? 24 Millionen Livre pro Jahr zahlt die Nation, damit sie uns zuhören! Ich bin ganz Ohr. Sie haben uns lange genug zum Narren gehalten. Aber damit ist jetzt Schluss, verstanden? Das Volk verlangt ein Ende ihres Vetorechts. Jawohl! Nicht wieder ein Vetorecht! Ich werde tun, was die Verfassung befiehlt. Nehmt das Veto zurück oder wir bringen euch um! Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe die heiligen Sakramente empfangen. Ihr Tod wäre der beste Dienst, den Sie dem Land erweisen könnten. Die Nation hat keinen besseren Freund als mich, Monsieur. Beweisen Sie's! Sind Sie auf der Seite der Nation? Dann setzen Sie die Kappe der Patrioten auf. Ja! Ja! Nur allzu gern. Ja!
Nation! Lang lebe die Nation! Wie wär's mit einem Schluck auf das Wohl der Nation? Ja! Dagegen wollen Sie doch kein Veto einlegen. Ein guter Wein. Macht Platz! Platz für den Bürgermeister von Paris! Aus dem Weg! Nein. Mach, dass Sie nach Hause kommen. Nein. Aus hier! Lass mich durch! Es reicht! Raus mit euch! Sire, ich kann gar nicht sagen, wie leid mir das tut. Ich habe zu spät erfahren, was... Wissen Sie, an wen Sie mich erinnern? Monsieur Pétion? An Monsieur de Lafayette. Sollten die Personen Ihrer Majestät, der König, die Königin und die königliche Familie, noch einmal Ziel irgendwelcher Ausschreitungen oder Gewalttätigkeiten werden, sollten Ihre Sicherheit und Freiheit auf irgendeine Weise angetastet werden, erklären Ihre kaiserlichen und königlichen Majestäten hiermit Ihre Absicht, Vergeltung zu üben und gegen die Stadt Paris mit militärischen Mitteln vorzugehen. Um die Rebellen der Todesstrafe zuzuführen, wie sie es verdienen. Bestens. Abteilung! Wollen wir hoffen, Fersen, dass unsere Warnung gehört wird? Von Braunschweig, des Befehlshabers der preußischen Armee! Braunschweig! Braunschweig, der in Paris einmarschieren will! Das ist eine leere Drohung! Braunschweig, der es wagt, uns zu drohen! Wir lassen uns nicht erpressen! Es gibt nur eine Antwort auf Braunschweigs Arroganz. Ganz Frankreich muss bereit sein, ihm eine demütigende Niederlage beizubringen, die er nie vergessen wird. Ich beantrage, dass die Nationalversammlung erklärt, dass unser Land von außen bedroht ist. Zu den Waffen, Bürger! Zu den Waffen, freie Männer! Verteidigt unsere Freiheit! Ja! Nieder mit dem preußischen Verräter! Tod den Preußen! Wir wollen unsere Freiheit verteidigen! Tod den Preußen! Tod den Preußen! Was hast du denn da? Ich kann es auch singen. Lass hören. Aux armes citoyens, formez. Hey, kommt mal her! Bataillon. Hört euch den Jungen an! Marchons, marchons. Wo hast du das denn gelernt? In Straßburg. In Straßburg? Von einem Zimmermann. Er hat es immer gesungen. Yeah!
gebe zu, dass ich gegen diesen Krieg war. Ich hatte geglaubt, er könne der Sache der Freiheit nicht dienlich sein. Aber jetzt ist er unausweichlich. Ich dachte, dieses Land sei für einen Sieg nicht ausreichend vorbereitet. Und das war es bis jetzt auch nicht. Aber nun schlägt die Stunde der Entscheidung. Die Republik muss siegen und die Republik wird siegen. Aber unsere Feinde im Ausland sind so lange nicht besiegt, wie wir die Feinde hier in unseren eigenen Reihen nicht ausmerzen. Ich lasse euch allein. Also du bist der Meinung von Marat? Nicht gänzlich. Marat sieht an der Stelle des Königs eine revolutionäre Diktatur, aber das ist keine Lösung. Die Tyrannei wäre dieselbe, ob sie nun von einem Manne ausgeübt wird, der eine Krone trägt, oder von 700 in den Farben der Revolution. Und? Was schlägst du vor? Ich setze mein Vertrauen in die Verfassung, wie ich es immer getan habe. Sie ist zwar unvollkommen, aber sie birgt die richtigen Ansätze. Ich wünsche mir die Wahl eines neuen Nationalkonvents, aufgebaut auf den Prinzipien, die die gegenwärtige Versammlung aus den Augen verloren hat. Du meinst, du willst die Freunde des Königs loswerden? Diejenigen, denen wir gestattet haben, ihn nach seiner Flucht nach Varenne wieder auf den Thron zu setzen. Sei vorsichtig. Du unterschätzt, glaube ich, ihre Stärke. Lafayette wartet doch nur auf eine Gelegenheit zur Vollendung des Massakers, das er auf dem Marsfeld angefangen hat. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher als eine Gelegenheit, Lafayette fertig zu machen. Ist Marseille eine schöne Stadt? Ob es eine schöne Stadt ist? Es ist so schön wie Paris mit einem weißen Strand und heller Sonne! Ja! Ihr könnt ja nicht nur trinken, ihr braucht auch was Kräftiges zu essen. Und Achtung! Männer aus Marseille, habt ihr gut gegessen? Ja! Und habt ihr gut getrunken? Ja! Seid ihr bereit zum Dienst in Paris? Ja! Und Paris zählt auf euch! Hier, nehmen Sie Camille. Ich kann mit sowas nicht umgehen. Oh, dann übernehme ich das für dich. Mein Gott. Sei vorsichtig. Keine Sorge. Ihr macht mir Angst. Morgen früh ist alles vorbei. Und dann haben wir genug Zeit für den Aufbau unserer eigenen Verwaltung. Gabriel. Angesichts der sich verschärfenden Unruhen in ganz Paris stelle ich den Antrag, die Anzahl der Nationalgardisten zu verdoppeln, die den König in den Tuilerien schützen. Darüber hinaus sollten wir auf keinen Fall außer Acht lassen, dass... Meine Herren, ihr seid entlassen. Ich protestiere gegen diese Störung. Ich nehme den Protest zur Kenntnis. Als Vorsitzender der Stadtverwaltung rate ich allen... Ich sage euch, hört auf meinen Rat. Verlass diesen Raum. Und zwar ohne großes Aufheben zu machen. Ihr habt 5 Minuten. Meine Herren, mein Amt gebietet mir, Blutvergießen zu vermeiden. Ja. So wollen wir vorläufig uns nun der drohenden Gewalt beugen. Morgen werden wir uns dann wieder unseren Aufgaben widmen, getreu unserem Auftrag von der Pariser Wählerschaft. Verlasst euch nicht drauf.
Nimm den Stuhl des Präsidenten, Danton. Nie. Zu gegebener Zeit werden wir Wahlen abhalten. Wie es sich gehört. Wo ist Hébert? Verzeih. Du übernimmst den Vorsitz, provisorisch. Überprüf die Mandate der Sektionsdelegierten, die anwesend sind. Aber ich glaube, du brauchst einen Sekretär. Taillon, setz dich dahin. Also, die Sitzung der Gegenstadtverwaltung ist eröffnet. Meine Herren, seid auf der Hut. Und vor allem anderen genehme ich auf keinen Fall Verstärkungen der Wache vor dem Palast. Um den Palast kümmere ich mich persönlich. Bravo, 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 bravo. Das Regiment aus Marseille kommt mit uns! Rasch, rasch! Kommt schon, beeilt euch! Nehmt eure Gewehre! Nun macht schon! Ja, macht, macht! In Dreierreihen antreten! Nun beeilt euch doch! Ja, los, macht schon, macht schon! Beeilt euch! Also, ich liebe dich. Aus Marseille. Ich liebe die Republik. Die Republik ist es wert, dass man ein paar Stunden Schlaf für sie opfert. Na komm! Allez, allez, komm! Was du denn? Ich bin noch einmal zurück zu Lucille und Gabrielle. Ich wollte vermeiden, dass sie sich Sorgen um uns machen. Lass uns gehen. Nein. Wir gehen zurück zum Hotel de Ville. Dort fällt die Entscheidung über Paris. Majestät, Pierre Röderer, Prokuralsyndikus des Departements. Ich bin hier, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Erstaunlich, muss ich sagen. Auf einmal so viel Sorge um unsere Sicherheit. Gestern Abend erst versprach mir Monsieur Mondat, der Befehlshaber der Nationalgarde, man würde zusätzliche Wachen aufstellen. Monsieur Mondat, Sire, ist tot. Er wurde vor dem Hotel de Ville ermordet, auf Anordnung der Gegenstadtverwaltung, die von Danton gebildet wurde. Und was kann ich jetzt noch tun? Meine Schweizer Garde ist nicht in der Lage, den Palast zu verteidigen. Wäre ich an der Stelle Eurer Majestät? Ja. Wenn Sie an meiner Stelle wären? Ich würde hinuntergehen zur Nationalgarde, die hier im Palast Dienst tut. Ich halte sie für loyal und treu. Es ist unsere letzte Chance. In diesem Fall setze ich meinen Thron auf diese letzte Chance. Der König! Augen rechts, kehrt! Appel au roi! Plus de roi! Appel au roi! Nur nicht, dass wir auf unsere eigenen Brüder schießen. Hängt das fette Schwein! Nieder mit dem König! Es lebe die Republik! Wir verschwinden! Kommen Sie, Sire. Kommen Sie rasch! Kommt auf unsere Seite! Kommt zu uns! Lass die Nationalgarde! Kommt, wir sind unsere Frau! Lang lebe die Republik! Alle Männer sind in Stellung, Euer Majestät. Danke, meine Freunde. Danke. Siehe, diese Männer hier sind Abgesandte der Bezirksverwaltung. Die Verfassung verspricht eigentlich die Freiheit aller Bürger Frankreichs. Ich sehe, dass das für meinen Fall nicht gilt. Nun, Monsieur Rederer, was wollen wir jetzt tun? Die Nationalversammlung tagt in permanenter Sitzung. Wir schlagen vor, dass Euer Majestät dort Zuflucht sucht, zusammen mit der königlichen Familie, solange noch Zeit dazu ist.
Oh nein. Unsere Verteidiger sind hier. Warum fliehen? Madame, ganz Paris marschiert auf die Tuilerien. Die verbündeten Bretonen und Marseille werden vor nichts Halt machen. Die Waffen bereit! Seht doch selbst, Madame. Ganz Paris, Madame. Jeder Widerstand ist völlig sinnlos. Dann sollten wir gehen. Kommen Sie mit mir. Öffnet das Tor. Der König und seine Familie gehen zur Nationalversammlung. Im Namen der Versammlung fordere ich euch auf, gebt den Durchgang frei. Großes Unheil zu vermeiden. Ich denke, dass ich nirgendwo eher Sicherheit finde als in der Mitte dieser Bürger. Sire, verlassen Sie sich auf den Schutz der Nationalversammlung. Bitte folgt mir. Die Sitzung wird fortgesetzt. Es lebe die Republik! Es lebe die Republik! Republik! Es lebe die Republik! Ihr sorgt für meine Schweizer Soldaten, für mein Haus und all die, die wir zurücklassen mussten. Das Schicksal. Im Namen des Königs wird die Freiheit angegriffen. Sire, wir konnten nicht mehr tun. Geschehen allein im Namen des Königs. Die Nationalversammlung hat vom König Frankreichs mehrfach die Anerkennung der Menschenrechte für alle Bürger Frankreichs gefordert. Und nun wird es die Aufgabe dieser Versammlung sein,
über das Schicksal des Bürgers Louis Capet zu entscheiden. Charles. Von diesem Augenblick an gibt es keinen König mehr in Frankreich.